Allah Ta'ala sagt hier in Bezug auf die Qiyama jetzt, über die man auch nachdenken soll, wird wieder ein Bild gezeichnet, gemalt. Er sagt, und das ist das Bild, was hier gemalt wird, ist suggeriert für uns Menschen eine ungeheure Form von Schrecken, die nicht mehr im Bereich des Normalen liegt. Wir wissen, dass beispielsweise Eltern, der Mensch hat ja einen Überlebensinstinkt, ne? Also wenn es ums Überleben, ums eigene Überleben geht, ist der Mensch meistens instinktiv von Natur aus sehr egoistisch. Vielleicht der einzige Instinkt, der diesem Instinkt überwiegt, natürlich, ja, ich meine es im ganz natürlichen Sinne, ist der Elterninstinkt. Tamam? Dass Eltern bereit sind, von Natur aus, also es muss nicht antrainiert werden, das ist einfach da, dass sie bereit sind, sich für ihre Kinder zu opfern, wenn dadurch das Leben der Kinder erhalten wird. Tamam? So kennt man das eigentlich. Und so ist es auch oft. Das heißt, du bist bereit, also wir haben hier zwei Dinge, dieser Instinkt, diese Zuneigung, Liebe zu den Kindern ist so groß, dass man bereit ist, sein eigenes Leben ohne Wenn und Aber aufzuopfern. Jetzt dreht der Koran dieses Ganze aber um. Dieser natürliche Instinkt wird in der Qiyama komplett anders dargestellt. Allah Ta'ala sagt, يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ. Und an diesem Tag, also er sagt hier, oh ihr Menschen, habt Taqwa vor eurem Herrn. Denn wahrlich, das Erbeben, die Erschütterung der Stunde ist gewaltig. Und dann gibt er hier dir ein Bild für diese Erschütterung, die Menschen erleben werden. Er sagt, du wirst an dem Tag, an dem ihr sie sehen werdet, jede Stillende wird plötzlich ihren Säugling vergessen. Sie wird ihren Säugling vergessen. Sie wird sich keine Gedanken mehr um ihn machen. Das ist etwas absolut Unnatürliches. Wie ich eben schon gesagt habe, dieser Mutterinstinkt, es gibt vielleicht in der Welt yani keinen natürlichen Instinkt, der so viel Liebe und so viel Aufopferungsbereitschaft mit sich bringt. Tamam? Manche Mütter sprechen sogar davon, dass sie, wenn sie ihr Kind nicht sehen, ihr Säugling, und das Kind hat Hunger oder sonst was, dass sie irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, dass der etwas braucht. Aber an diesem Tag, sagt Allah Ta'ala, werden sie einfach gänzlich perplex sein. Werden sich nicht mehr mit ihren Gedanken, nicht mehr bei den Kindern. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Und die schwangere Frau wird ihre Last abwerfen. Aus Furcht und Schrecken werden sie ihre Last abwerfen. Das heißt, ihr kennt das manchmal, wenn Frauen in Schockzustände kommen oder irgendetwas kann es passieren, dass das Auswirkungen hat auf das Kind im Bauch der Frau. Und hier wird von einem derartigen Zustand gesprochen. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ. Und du wirst die Menschen sehen in einer Art Rausch. Benommenheit, Unklarheit, Verwirrung. Aber sie sind nicht im Rausch. Sie werden also nicht im Rausch sein, in diesem Sinne, dass sie etwas zu sich nehmen. Aber sie werden auftreten in der Art und Weise, wie sie erscheinen werden, wie als ob sie in einem Rausch wären. Das ist auch ein Beispiel,
in dem Allah Ta'ala yani anregt dazu, hierüber nachzusinnen und Gedanken zu machen.